Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch die Synthesizer Symphony Box von Matrix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Synthesizer Symphony von Matrix, das Ganze am 7. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 6. Album von Matrix. Wir haben hier eine große schwarze Box, in diesem Fall im Hochformat. Das Ganze kommt hier wirklich komplett in schwarz. Auf der Oberseite, etwas abgehoben hier von dem restlichen Schwarz, hier diese glänzende Schrift. Hier sehen wir es, Synthesizer Symphony, der Albumtitel. Unten schwarz, dann auf den Seiten hier einmal die Info, Warning, written by Matrix, lyrics can motivate, use carefully while doing sports. Dann haben wir hier noch so einen Sticker, so einen Siegelsticker, der auch noch beschriftet ist. Oben Matrix. Und auf der rechten Seite haben wir dann auch wieder einen Sticker. Und was lesen wir hier noch? Warning, produced by explosive can blow speakers. Use carefully on good sound systems. Und auf der Unterseite dann hier noch die Infos. So, wir haben links und rechts so einen Siegelsticker. Jetzt ist die Frage, ob der auch abgeht, ohne dass wir ihn zerschneiden. Ich glaube, ja, sieht gut aus. Zumindest die Seite schon mal. Eventuell kriegen wir das hier auf der anderen Seite auch hin. Ja, ich denke, es löst sich hier auch schon ein bisschen. Wunderbar. So, dann machen wir hier mal auf. Ups. Von innen schwarz. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Inhalt. Also der ist hier wirklich schon so aufgetürmt und steht schon aus der Box raus. Deswegen auch diese Sticker, weil die Box bei der Menge Inhalt gar nicht richtig zugeht. Wir haben einmal ein Poster mit dabei. Dann einen Beutel mit, ich glaube, Hoodie. Einmal Socken. Dann haben wir jede Menge Sticker, ich glaube es sind 6 Stück, also 2x, 3x, 4x, 5x und 6x, ja. Also 3 Motive, A2x. Und dann haben wir tatsächlich 3 CDs mit dabei, also einmal, 2x, 3x und nicht nur das, sondern wir haben auch wirklich alle 3 in einem super Jewelcase. Also das auf jeden Fall mal eine Ansage. So, die Box von innen schwarz, packen wir wieder drauf, den Deckel, und dann legen wir sie zur Seite. So, wir starten mal, indem wir die einzelnen Sachen aus der Folie holen. Der Rest, der nicht in Folie ist, den legen wir dabei mal beiseite. So, also der Hoodie, hier sogar gebrandet. Death of Major, hier oben, man muss gar nicht aufreißen, sondern wir haben hier wie so ein Ziplock, also hier kann man einfach aufmachen, somit nicht notwendig, diesen Beutel zu beschädigen, man kann ihn aufheben. So, ist jetzt leer. Und dann haben wir die 3 Jewelcases, Super Jewelcases, dabei lege ich den Hoodie noch zur Seite. Und wir starten mal die Super Jewel Cases hier aus den Folien zu holen. So, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. So, also wir haben hier 3 verschiedene Tonträger, und zwar einmal Audio Adrenalin, Best of quasi, dann einmal Nie wieder Winter in der Final Edition, also die Bonus-EP oder die EP mit den Instrumentals, und dann haben wir hier
das Album an sich, Synthesizer Symphonie, genau. So, das Ganze kommt, wie gesagt, in einem super Jewel Case. Wir haben hier das 6. Soloalbum von Matrix. Seitlich glatt schwarz. Vorne eben Matrix hier mit diesem blauen Hintergrund und diesem Lichtstreifen im Gesicht. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Tracks an der Zahl. Soweit ich weiß, nur Solo-Tracks, also keine Features. Infos. Und dann schauen wir mal rein. So. Als erstes mal schauen wir uns das Booklet an. Hier geht's los. Einerseits die Infos bzw. Credits. Dann haben wir hier die ersten 300 Vorbesteller. Ui, das sind eine Menge Namen. Oha, ich habe gerade festgestellt, dass ich da auch dabei bin. Nicht schlecht. Dann haben wir hier ein Foto von Matrix. Noch ein Foto. Weitere Vorbesteller. Dann die Tracklist mit den Infos bzw. den Credits. Weitere Fotos. Restlichen Tracks. Jawohl. So, dann endet das Ganze hier. Hier sehen wir eine, ich würde sagen, goldene Platte, eine Auszeichnung. Und hier dann nochmal ein Zitat aus dem Track Walt Disney. So, das war's mit dem Booklet. Wir machen direkt weiter mit der CD. So, wir haben hier die Album-CD kommt hier in schwarz mit weißem Aufdruck. Hier auch nochmal die Tracklist mit drauf, 13 Stück. Und dahinter in schwarz. Das war's zum Album. Darüber hinaus gibt es dann eben noch dieses zweite Super Jewel Case. Hier haben wir Nie wieder Winter drauf. Also Matrix hier in Jacke zu sehen. Seitlich wieder in schwarz. Und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben 6 Tracks plus 6 Instrumentals. Also 7 bis 12 sind dann nochmal die 6 Tracks in der Instrumental-Variante. Ich glaube mich zu erinnern, das ist im Dezember 2020 erschienen. Nie wieder Winter. Aber eben nicht in dieser Final Edition. Es gab damals, glaube ich, nur 5 Tracks plus Instrumentals. Und ein Track ist dazugekommen, nämlich Track Nummer 5 müsste es sein. Halbe Nacht. Die anderen 5, glaube ich, waren dann schon eben im Dezember 2020 draußen. So, was haben wir noch? Wir haben das Booklet, natürlich. Hier geht es wieder los. Dann die Infos. Die einzelnen Tracks. Und noch ein Foto von Matrix. So, das war's dazu. Wir machen direkt weiter mit der CD. Hier sind nur 6 Tracks aufgelistet. Klar, wie gesagt, die folgenden Tracks sind ja vom Titel her gleich, nur eben in der Instrumentalversion. Auch hier wieder in schwarz dahinter. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Tonträger. Auch dieser wieder im Super Jewel Case, auch dieser hier mit so einem Streifen über dem Gesicht. Seitlich in schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 12 Stück. Und ja, wie man hier lesen kann, Audio Adrenalin Favorite Songs of All Time. Also es ist so ein Best-of. Ich glaube, die meisten Tracks sollten auf jeden Fall bekannt sein. Den Matrix-Fans und Hörern. Mir sind sie es auf jeden Fall. So. Dann haben wir das Booklet mit dem Bild. So, dann hier wieder die Credits und Infos. Dann die einzelnen Tracks in der Übersicht. Wer hat produziert, wer hat mitgewirkt. All das. Und das war es soweit mit dem dritten Booklet. Und dann haben wir, na, irgendwie will es gerade nicht so rein. So, aber jetzt die CD. Auch die hier wieder in dem Stil wie die vorigen Alben. Und hier dann die Tracklist mit 12 Stück abgedruckt. So, das war's mit den drei Tonträgern.
Also, wie gesagt, ein Album, ein Best-of-Album und eine EP plus Instrumentals. Dann haben wir mit dabei Sticker, 6 Stück an der Zahl. Und zwar einmal diesen hier, das ist so ein 3D-Sticker, wie so ein Gel-Sticker, Synthesizer Symphony. In diesem Fall zweimal hier im Querformat. Weiß nicht, ob man sehen kann, aber ja, die stehen so ein bisschen heraus, diese Sticker. Hat man vielleicht schon mal gesehen. Dann zweimal hier quadratisch der Death of a Major Sticker. Und dann einmal zweimal kreisförmig hier Matrix Synthesizer Symphony. Insgesamt 6 Sticker an der Zahl. In unterschiedlichen Größen und Formen. So, dann haben wir ein Poster. Das kommt hier. Auf der Vorderseite ganz schlicht einfach der Albumtitel, weiß auf schwarz. Größentechnisch müsste das so sein, A2. Und auf der Rückseite haben wir dann hier Matrix im Wald. Auch, glaube ich, das Cover einer Single-Auskopplung. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an dieses Artwork mit hier dem Raubvogel auf dem Arm. Ja, beidseitig bedruckt, beide Seiten im Querformat und wie gesagt, größentechnisch A2. So, dann kommen wir zu einem Textilinhalt und zwar haben wir hier Socken. Kommen hier mit so einer Death of Major Banderole. 44 bis 46, ich glaube, das war Unisize, also die konnte man sich nicht auswählen. 72% Baumwolle, 25% Polyamid und 3% Elastan. Made in Turkey, Grüße gehen raus. So, wir schauen uns die mal an. Ja, hier sehen wir es. Death of Major ist hier rundherum drauf. So, schwarze Tennissocken. Hier oben entsprechend gerippt. Und dann mit diesem weißen Schriftzug hier verarbeitet. So, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt und zwar dem Hoodie. Wie wir es kennen, bei den letzten Matrix-Boxen oder wie so oft bei Matrix-Boxen, ist ein dicker Hoodie mit dabei. Und er ist auch wie gewohnt in der Farbe schwarz. So, dann schauen wir uns das mal an. Also, wir haben hier den schwarzen Hoodie, der sehr groß ist. Was das Spannende ist, diesmal habe ich es mir gemerkt oder vorausgeahnt, denn in der Vergangenheit habe ich dann meistens M oder teilweise sogar L bestellt und nachdem die Hoodies dann immer sehr groß, oversized und wirklich sehr loose geschnitten waren, habe ich mich dieses Mal tatsächlich entschieden für ein S. Das sehen wir hier auf diesem kleinen Sticker auf dem Beutel. Und es war, wie ich gerade feststelle, kein Fehler. Also auch dieser in S, das war glaube ich die kleinste Größe, S, M, L, XL war zur Auswahl, ist auf jeden Fall sehr großzügig gestaltet. Wir haben hier auf der linken Brust einmal den gestickten Schriftzug, DOM, also das Kürzel für Death of Major. Unten schwarze Bauchtasche mit Eingriff links und rechts. Dann hier unten am Bund gerippt. Das wäre wirklich so das Einzige, wo ich sage, ja, das ist etwas enger oder kleiner bemessen. Hier wirklich unten der Bund. Ansonsten von der Größe durchaus, in meinem Verständnis M oder L tauglich. Hier ebenfalls gerippt die Ärmel. Und wir haben dann hier auch noch ein Accessoire links am Ärmel. Und zwar hier einmal Label und einmal Albumtitel. Rechts am Ärmel ist soweit nichts drauf. So, und dann haben wir hier, was auch sehr ungewöhnlich ist, tatsächlich im Hoodie oben hier in der Kapuze einen Knopf mit eingearbeitet. Das sieht man selten. Auf der Rückseite haben wir dann nochmals den Schriftzug Death of Major, in diesem Fall aufgedruckt, schwarz auf schwarz, aber man sieht es auf jeden Fall. Und wenn wir uns jetzt das hier ansehen, wir haben hier einmal so einen Anhänger, so ein Etikett von Death of Major. Und hier im Innenbereich, was haben wir hier? So, auch hier nochmal zu lesen, dann Größe S, wie gesagt. Und eventuell haben wir, hier haben wir es. Death of Major und
Nein, falsch rum. Designed in Germany, made in Turkey, steht hier. 100% Baumwolle. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt, der Hoodie in der Größe S. Wie gesagt, größentechnisch von S bis XL war alles zu wählen. Dann haben wir das Paar Tennissocken hier in Schwarz mit dem Death of Major Schriftzug hier in Weiß. Die Sticker, zweimal, 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 also 6 Stück gesamt, sowohl quadratisch, rechteckig als auch kreisförmig. Das Poster, beidseitig bedruckt im Querformat, größentechnisch A3. Und dann haben wir noch die ganze Musik, nämlich einmal Audio Adrenalin, also das Best Of mit 12 Tracks. Dann Nie wieder Winter, die EP mit 6 Tracks plus 6 Instrumentals, also auch nochmal 12 Tracks. Und das Album an sich, Synthesizer Symphony, mit 13 Tracks. Alle diese drei Alben im Super Jewel Case und insgesamt, wenn man sie zusammenrechnet, 37 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Synthesizer Symphony von Metrix. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Metrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.